Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Heute am Samstag auf der Felsbrunn. Ja, ich wünsche euch schon mal einen schönen Samstag, schon im Vorhinein mal. Und ja, wir werden jetzt einfach mal starten mit dem Forst, habe ich mir heute vorgenommen. Beziehungsweise ich habe ja schon gestartet. Ich werde jetzt einfach mal weitermachen. Und das erste Mal mit euch das gemeinsam machen. Dafür brauche ich eigentlich jetzt mal nur den John Deere. Und der Anhänger steht ja schon drüben. Der Rückewagen und Kettensäge habe ich sowieso dabei. Und die Zange steht auch schon drüben. Also reicht eigentlich der John Deere. Ich werde nebenbei mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Mal gucken, wie wir es machen. Upsala. So, mein Timer habe ich gestellt, das ist gut. Sonst haben wir wieder das Problem mit dem Timer. Da denke ich halt immer wieder mal nicht dran. Das passiert mal. Gut, ich werde es jetzt so machen, dass wir jetzt hier halt fällen. Ich muss mal gucken, ob noch Holz da liegt. Oder nicht, mal schauen. Und dann werde ich das Ganze rausziehen, aber ich glaube, es liegt nichts mehr da. Wir können jetzt schon mal die Zange anhängen. Und dann schauen wir mal. Gehen wir mal zu Fuß rein und gucken mal, wie es aussieht. Hier liegt auch noch ein bisschen was, aber das laden wir dann erst später auf. Ich werde es, denke ich mal, auch auf die Verladefläche hier legen, das Holz ziehen. Muss ich mir noch was überlegen, wie man das machen. Vielleicht mache ich die Fläche noch ein wenig größer hier hinten. Mal gucken. Gut. Aber ich glaube, es liegt kein Holz mehr da. Doch, hier liegt noch ein Stamm. Was sonst? War es das, glaube ich. Genau. Da haben wir alles schon, habe ich schon alles rausgezogen. Es waren ja nur zwei oder drei, also ja, noch drei Bäume. Wie viele Stümpfe haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier oder so haben wir. Vier, fünf. Ja, das waren dann noch sechs. Keine Ahnung. Ja, es waren schon einige. Jetzt fällen wir mal ein paar mehr. Ich weiß jetzt bloß nicht. Das ist immer so eine Sache, ne? Gut, fangen wir jetzt hier mal mit dem kleinen, den kleinen Stumpen da, den säge ich einfach mal weg, weil den braucht man nicht. Den brauchen wir halt wirklich nicht, den schmeißen wir mal, ups, schmeißen wir mal da runter, ist ja egal. Und dann fällen wir mal den hier Richtung Straße, damit ich den dann gleich aufnehmen kann. Jetzt ziemlich weit oben. Okay, naja. Also Forst bin ich relativ zufrieden, muss ich sagen. Bisher gefällt mir gut. Was mir echt gut gefällt, ist das mit der Kettensäge, dass man die jetzt so und so drehen kann, zum Beispiel. Und das den Sound natürlich und so weiter und so fort. Ne? Das finde ich ganz gut. Was jetzt, ja, was ich halt nicht so cool finde, wenn man dann die Äste oder wenn man die Bäume entastet, dann fliegen keine Späne. Also man hört zwar den Sound, aber es fliegen keine Späne und das finde ich ja halt dann wieder nicht so cool. Jetzt muss ich da zweimal sägen, weil der mag nicht. Und ich finde es auch cool, so wie der dann das so durchdrückt. Ja, er fällt oder auch nicht. Ja, das haben sie immer noch nicht behoben, ne? Dass wenn der Baum, ziehen wir mal da noch meinen Keil rein. Ah, das war jetzt wahrscheinlich genau die falsche Seite. Mal gucken. Wow. Ah, er fliegt sogar so, wie ich gedacht hatte. Ja, sollte man Abstand halten.
Ja, gut. Also hier, das meine ich eben, da gehen die. Ja, gehen die Äste überhaupt weg? Nee. Das meine ich halt eben, dass dann die. Dass keine Späne da sind. Oder doch? Naja. Manchmal ja, manchmal nein. Das ist noch ein bisschen das, was mich noch ein bisschen stört. Soll man dann noch? Den hier haben wir dann noch. Ich werde jetzt mal die beiden noch und dann die mal ans rausziehen. Das ist halt jetzt was, wo man halt dazwischen mal machen kann. Ich denke mal, ich werde. Ja, der fällt jetzt genau so, wie ich ihn nicht haben wollte. Ich denke mal, ich werde dann dazwischen schon mal die Zeit vorspulen. Ja, da sieht man eben keine Sägespäne. Das, genau, das Wort habe ich gesucht. Das ist das, was mich da ein bisschen stört dran. Aber okay. Finde ich trotzdem nicht so schlimm. Gut. Jetzt werde ich mal die Bäume hier rausziehen. So werde ich es jetzt mal machen. Und am besten hier auf die Fläche ziehen. Da sieht man das dann ganz gut. Ja. Also ich könnte ja mal reinschreiben, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit dem Forst. Und wie das bei euch so lief. Beziehungsweise ob es gut lief, ob es nicht so gut lief und so weiter und so fort. Oder wie ihr das findet. Ich finde es halt noch blöd, jetzt zum Beispiel dieses. Jetzt muss ich gerade gucken. Ach, hier ist sowieso auf. Okay. Was ich halt da dann immer ganz blöd finde, oder halt jetzt eben noch blöd finde, dass wenn man den Stamm durchsägt und der wackelt erst und dann, geht man einen Schritt weg oder so, dann, ja, dann ist es halt, dann bleibt der Stamm, bewegt sich halt dann nicht mehr. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Jetzt muss man hier gucken. Ja, das mag er jetzt nicht. Dann stehe ich zu weit drüben, das kann auch sein. Das ist immer so eine. Die Zange, die geht eigentlich ganz gut. Man muss bloß immer rausfinden, wie. Also man muss immer gucken, dass man richtig. Also wenn er schön da liegt, es kommt immer darauf an. Wenn er schön da liegt, dann kann man schön greifen. Wenn nicht, dann ja, dann ist es wieder blöd. Jetzt habe ich ihn richtig schön gegriffen. Ja, liegt halt jetzt so richtig blöd dort eigentlich. Aber gut. Können wir vielleicht mit dem Schild schon ein bisschen. Boah, das war der Holzanhänger. Können wir vielleicht mit dem Schild ein bisschen wegschieben noch? Ja, ist jetzt zwar nicht so gedacht dafür, aber kann man machen. Dann da haben wir noch einen und da, dann ziehen wir erstmal den hier raus. Das wird jetzt schwieriger werden, weil da muss ich jetzt gucken. Naja, ist mal schwierig hier. Das machen wir hoch. Das ist immer auch so eine Geduldssache, ne? Das ist, da muss man sich wirklich Zeit nehmen dafür. Und dann funktioniert das normalerweise auch. Normalerweise. Komm, Junge. Ich kann leider die Zange oben nicht drehen, das ärgert mich ein bisschen.
Weil ich könnte jetzt. Hier würde ich gerne die Zange drehen, aber das geht leider nicht. Weil wenn es ein bisschen schief ist, wie jetzt zum Beispiel, dann ist es schon wieder scheiße. Ja, bis ich los war, ist schon wieder rausgerissen. Ja, die Zange ist, naja, nicht das Beste, muss ich sagen. Das ist halt jetzt eben dieses Problem, wenn ich jetzt hier die zumache, dann habe ich sie ja eben so schräg und dann kann ich es natürlich auch nicht greifen, ist ja klar. Und das ist das, was mich eben da stört, dass ich die Zange nicht mit der Steuerung drehen kann. Das ist genau das, was mich stört. Muss ich praktisch schon schräg ranfahren. Damit ich den. Naja, das ist schwierig. Wie soll ich das machen? Ja, es ist. Ja, ist schon noch. Ich finde, da kann man schon noch ein bisschen was verbessern. Gerade jetzt hier bei der Zange. Ja, ich hab den einfach nicht richtig drin. Da geht's. Ein Stück, aber dann rutscht er wieder raus. Seht ihr das, wie schief die ist, die Zange? Und das ist das Problem, was ich da eben blöd finde. Ja, jetzt drückt er den weg. Nein, weil es ist sau schwierig, also. Komm. Dafür finde ich, ist es Aufladen besser geworden. Also ich finde es geht leichter, wobei ich es auch schon seit dem 15er übe. Hin und wieder, aber ich habe es auch noch nicht so oft gemacht. Keine Ahnung. Das ist doch Kacke, ist das. Das Teil ist wirklich blöd. Also schreibt mal rein, was ihr da so verwendet oder ob ich das dann direkt aufladen soll. Ich finde es halt blöd, da muss man wieder mit dem Anhänger dann durch den Wald fahren und dann wieder hier und da mal ein paar Stämme zusammensuchen und so weiter und so fort. Das ist halt auch wieder blöd. Das finde ich halt dann auch wieder Kacke, ehrlich gesagt. Das gefällt mir halt einfach nicht. Hier muss mal da. Halt. Bleibst jetzt liegen. Kannst du knicken. Kannst du knicken. Wie soll ich denn das machen? Es ist schon schwierig. Also, da finde ich, könnten sie noch ein bisschen dran feilen. Also, das gefällt mir nicht so. Entweder ich stelle mich da zu blöd an dafür oder es ist einfach irgendwie noch nicht ausgereift. Ich müsste jetzt mal hier hinterschieben, sonst komme ich nicht mehr drunter. So. Komm. Jetzt hat.
Jetzt schaut's gut aus. Er rutscht halt wieder raus, ne? Also, ja, da ist halt schon wieder Ende, ne? Ende Gelände. Also man muss halt einfach immer nachhaken und das mag ich halt einfach gar nicht, sowas. Ja, wie gesagt, wenn er flach liegt, dann geht es auch. Aber wann liegt der Stamm schon flach im Wald? Also wirklich ganz flach dort. Das ist halt eben das Schwierige. War der Timer. Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich werde jetzt hier mal gucken. Upsala. Auch noch ein Thumbnail, eine Thumbnail. Warte mal, stellen wir mal da hinten hin. Da unten hin, den Kollegen. Gut, dann ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, also nicht wundern, dass ich jetzt so wenig geredet habe, aber es ist halt eben schwierig beim, wenn ich mich konzentriere, kann ich nicht gleichzeitig reden. Also wenn ich mich jetzt aufs Spiel konzentriere, kann ich gleichzeitig nicht reden. Das ist das. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restsamstag und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und schreibt ein paar Kommentare. Schreibt mal rein, wie ihr den Forst bisher findet und ob ihr findet, da könnte man noch ein bisschen was dran machen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall an den Baumfällen kann man noch ein bisschen was ändern. Das mit der Kettensäge, dass man beim Entasten auch noch ein bisschen die Sägespäne sieht, das könnte man auch noch mit einfügen, mit einbauen und ja, und das halt eben beim Fällen der Baum auch wirklich umfällt, auch wenn man weggeht und so. Das wäre mir ganz nett, also würde ich ganz nett finden. Und ja, ansonsten ist es eigentlich okay. Ja. Schreibt mir das doch gerne mal rein, wie ihr den findet, den Forst. Und ansonsten schreibt mir halt auch mal rein, was man da noch verbessern könnte oder so. Und ja, übrigens verbessern könnt ihr mir auch reinschreiben zu meinen Videos, was man da noch verbessern kann und so weiter und so fort. Ja. Ansonsten natürlich wieder Ideen reinschreiben. Wenn ihr Ideen habt zum Let's Play und so weiter, dann ja, schreibt mir die auch gerne rein. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Servus.